meine Damen und Herren, es geht los. Bis hinten kann ich gar nicht gucken. Ich bin geblendet von der Schönheit des Ortes, von den Damen, von Ihnen. Ja, verehrte Frau Ministerin Schneider, lieber Oberbürgermeister Jan Jakobs, verehrte Bürgermeister, Oberbürgermeister dieser Republik, Mitglieder des Bundes, der Landtage, Kreistage, Stadträte, liebe Gremienmitglieder der Stiftung Lebendige Stadt, lieber Kaspar Krämer, unser Juryvorsitzender, lieber Hans-Peter Georgi, unser Stiftungsratsvorsitzender, lieber Alexander Otto, unser Kuratoriumsvorsitzender, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in dieser wunderbaren Orangerie. Im orangenen Licht haben wir sie auch getüncht. Viele bekannte Gesichter, für mich jedenfalls hier heute. Ich selbst bin Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebendige Stadt. Mein Name ist Andreas Mattner. In aller unserer Namen herzlich willkommen. Es ist eine schöne Aufgabe für mich, heute Abend Sie durch die Preisverleihung zu führen. Morgen in die Biosphäre zum Kongress. Und das ist schon ein ganz toller Ort hier im Orangerie-Schloss im Parc Sanssouci. Herzlich willkommen. Das Orangerie-Schloss ist das letzte und größte im Parc Sanssouci, das errichtete Schlossgebäude und ein beeindruckendes Beispiel für die Bauten von Friedrich Wilhelm IV., dem Romantiker, wie man sagt, auf dem Thron. Und das Ensemble entstand zwischen 1851 und 1864. Manch ein Beteiligter der Stiftung Lebendige Stadt kehrt damit auch an den früheren Ort seines Schaffens zurück. Matthias Platzig, den wir noch etwas später erwarten, Mitbegründer der Lebendigen Stadt, war hier lange, später auch als Oberbürgermeister tätig. Ja, aber auch Alexander Otto, unser Kuratoriumsvorsitzender, Gründer der Stiftung Lebendige Stadt, hat noch seinen Vater, lieber Alex, begleitet, als ihr hier Belvedere, ich habe dieses Foto noch mal raussuchen lassen, Belvedere wieder aufgebaut habt. Es ist uns nur 2000 Meter von hier entfernt, auf dem schönen Pfingstberg, ein Kleinod aus dieser einzigartigen Kulturlandschaft, und deine Firma ECE, Alex, hat das wieder aufgebaut. Das war sicher auch eins der ganz besonderen Herausforderungen, ja, wenn es darum geht, Bauten wieder herzustellen. Meine Damen und Herren, die Verleihungsfeier ist immer ein feierlicher Abschluss eines langen, intensiven Auswahlprozesses, und ohne die Unterstützung unserer treuen Förderer wäre ein solcher Abend, wir haben sie hier Ihnen auch wieder aufgeführt, nicht möglich gewesen. Ich will sie auch namentlich nennen, ohne Moos nichts los, deswegen will ich es auch einmal sagen, Signify, eigentlich Philips Licht, daher kennen Sie es, die Baumschule Lorenz von Ehren und die HSAM haben uns wieder unterstützt. Aber wenn ich beim Thema Unterstützung bin, fällt mein Blick gleich auf Jan Jakobs und diese schöne Stadt. Ihr Team und auch Frau Platzek haben uns vorbildlich unterstützt. Dazu kamen auch noch Frau Steiner-Ohlinger. Es war ein tolles Team, das uns die Arbeit sehr leicht gemacht hat, inhaltlich, organisatorisch alles vorzubereiten. Ich muss sagen, es war für uns sowas wie ein Heimspiel. Herzlichen Dank dafür. Ich weiß, dass Sie die Stiftung über so viele Jahre auch schon begleitet haben, und das ist ein schöner Abschluss für uns alle hier in Potsdam, mit Ihrer Unterstützung dabei sein zu dürfen. Ich glaube, es ist mal einen besonderen Applaus für uns. Ja, und hier nunmehr, neben dem berühmten Schloss Sanssouci, einem Areal, das 1990 als Welterbe unter den Schutz, und zu Recht auch unter den Schutz der UNESCO kam und durch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten verwaltet wird, von manchem übrigens auch als das preußische Versailles bezeichnet, da sind wir in dieser Orangerie. Ich habe auch noch mal Pläne, alte Pläne dazu raussuchen lassen. Wir sind hier übrigens, vielleicht haben Sie das auch schon gemerkt, in einer der beiden Pflanzhallen. Es gibt nicht nur diese eine, da ist spiegelbildlich dahinter, gibt es auch noch eine zweite. Ja, und da überwintern wahrscheinlich seit Jahrhunderten, kann ich ja schon fast sagen, dann kälteempfindliche Pflanzen. Also wir überwintern heute, weil es auch so schön kalt ist, in diesen heiligen Hallen. Im Mittelbau der Dreiflügelanlage befindet sich der imposante Raphaelsaal, in dem die sehenswerte Sammlung von über 50 aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kopien von
Gemälden Raphaels zu sehen sind und darunter Nachbildungen wie so berühmte Werke wie die Sixtinische Madonna oder Transfiguration. Ich könnte jetzt ins Schwärmen kommen, ich unterlasse das bei diesen tollen Räumlichkeiten. Sowas muss man eigentlich mit eigenen Augen gesehen haben und manche haben am Anfang schon gleich zugepackt und eine exklusive Führung sich hier organisiert. Das ist aber auch kein Zufall, sondern das haben wir auch so vorgesehen, denn die Damen und Herren in Trachten, die gekleideten Guides, können Sie auch nachher noch durch diese Räumlichkeiten führen. Nehmen Sie dieses Angebot gerne an.